Lesung aus dem Buch Das Parfüm von Patrick Süskind. Grenuel ging nachts. Wie zu Beginn seiner Reise wich er den Städten aus. Mit die Straßen legte sich bei Tagesanbruch schlafen und stand abends auf und ging weiter. Er fraß, was er am Wege fand. Gräser, Pilzen, Blüten, tote Vogel, Würmer. Er durchzog die Provinz, überquerte in einem gestohlenen Kahn die Rhone, südlich von Orange. Er folgte dem Lauf der Ardèche bis tief in die Cévennes hinein und dem Allier nach Norden. In der Auvergne kam er dem Blanc du Chantal nahe. Er sah ihm westlich liegen, groß und silbergrau im Monddicht, und er roch den kühlen Wind, der von ihm kam. Aber es verlangte ihn nicht hinzugehen, er hatte keine Sehnsucht mehr nach dem Höhenleben. Diese Erfahrung war schon gemacht und hatte sich als unlebbar erwiesen. Ebenso wie die anderen Erfahrungen des Lebens unter den Menschen. Man erstickte da und dort, er wollte überhaupt nicht mehr leben, er wollte nach Paris gehen und sterben. Das wollte er. Von Zeit zu Zeit griff er in seine Tasche und schloss die Hand um den kleinen gläsernen Flakton von seinem Parfüm. Das Fläschchen war noch fast voll. Für den Auftritt in Grasse hatte er bloß einen Tropfen verbraucht. Der Rest wurde genügend, um die ganze Welt zu bezaubern. Wenn er wollte, könnte er sich in Paris nur noch von 10, sondern 100.000 umjubeln lassen. Oder nach Versailles spazieren und sich vom König die Füße küssen lassen. Dem Papst einen parfümierten Brief schreiben und sich als der neue Messias offenbaren. In Notre Dame vor Königen und Kaisern sich selbst zum Oberkaiser salben, ja sogar zum Gott auf Erden, falls man sich als Gott überhaupt salbte. Alle das könnte er tun, wenn er nur wollte. Er besaß die Macht dazu. Er hielt sie in der Hand, eine Macht, die stärker war als die Macht des Geldes oder die Macht des Terrors oder die Macht des Todes. Die überwindliche Macht, den Menschen Liebe einzuflößen. Nur eines konnten sie diese Macht nicht. Sie konnten nicht von dieser selber riechen machen. Sie mochte aber auch vor der Welt durch sein Parfüm erscheinen als Gott, wenn er sich selbst nicht riechen konnte und deshalb niemals wüsste, wer er sei, so pfiff er darauf, auf die Welt, auf sich selbst, auf sein Parfüm. Die Hand, die den Flakon umschlossen hatte, duftete ganz zart, und wenn er sie an seiner Nase führte und schnupperte, dann wurde ihm wehmütig, und für ein paar Sekunden vergaß er zu laufen und blieb stehen und roch. Niemand weiß, wie gut dieses Parfüm wirklich ist, dachte er. Niemand weiß, wie gut es gemacht ist. Die anderen sind nur seiner Wirkung untertan. Ja, sie wissen nicht einmal, dass es ein Parfüm ist, das auf sie wirkt und sie bezaubert. Der Einzige, der es jemals in seiner wirklichen Schönheit erkannt hat, bin ich, weil ich es selbst geschaffen habe. Und zugleich bin ich der Einzige, den es nicht bezaubern kann. Ich bin der Einzige, für den es sinnlos ist. Und ein andermal, da war er schon in Burgunden. Als ich an der Mauer stand, unterhalb des Gartens, in dem das rothaarige Mädchen spielte und ihr Duft zu mir herüberwehte, oder vielmehr das Versprechen ihres Dufts, denn ich später, Duft existiert ja noch gar nicht. Vielleicht war das, was ich damals empfand, demjenigen ähnlich, was die Person auf dem Kurs empfand, als ich sie mit meinem Parfüm überschwemmte. Aber dann verwarf er den Gedanken. Nein, es war anders. Denn ich wusste ja, dass ich den Duft begehrte, nicht das Mädchen. Die Menschen aber glaubten, sie begehrten mich. Und was sie wirklich begehrten, blieb ihnen ein Geheimnis. Dann dachte er nicht mehr, denn das Denken war nicht seine Stärke und er war auch schon im Orlais. Er überquerte die Loire de Suy. Einen Tag später hatte er den Duft von Paris in der Nase. Am 25. Juni 1766 betrat er die Stadt durch die Rue Saint-Jacques, früh morgens um 6. Es war ein heißer Tag, der heißeste bisher in diesem Jahr. Die tausendfältigen Gerüche und Gestänke quollen wie aus tausend aufgeplatzten Eiterbeulen. Kein Wind regte sich, das Gemüse in den Märkten erschlaffte. Ehe es Mittag war, Fleisch und Fische verwesten, in den Gassen stand die verpestete Luft. Selbst der Fluss schien nicht mehr zu fließen, sondern nur noch zu stehen und zu stinken. Es war ein Tag wie von Grenouilles Geburt. Er ging über den Pont Neuf ans rechte Ufer und weiter zu den Hallen zum Chemetrail des Inkontents. In den Arkaden der Gebeidenhäuser lag der Rux aux Fers, ließ er sich nieder. Das Gelände des Friedhofs lag wie ein zerbombtes Schlachtfeld vor ihm.
zerwühlt, zerfurcht, von Gräben durchzogen, von Schälen und Gebeinen übersät, ohne Baum, Strauch oder Grashalm, eine Schutthalle des Todes. Kein lebender Mensch ließ sich blicken. Der Leichengestank war so schwer, dass selbst die Totengräber sich verzogen haben. Sie kamen erst wieder, um bei Fackellicht bis in die Nacht hineingruben, für die Toten des nächsten Tages auszuheben. Nachmittag erst, die Totengräber waren schon gegangen, belegte sich der Ort mit allen möglichen Gesindel, Dieben, Mördern, Messerstecher, Huren, des teuren, jugendlichen Desperados. Ein kleines Lagerfeuer wurde angezündet, zum Kochen und damit sich der Gestank verzehrte. Als Grenouille aus den Arkaden kam und sich unter diese Menschen mischte, nahmen sie ihn zunächst gar nicht wahr. Er konnte unbehelligt an ihr Feuer treten, als sei er einen von ihnen. Das bestrengte sie bis später in der Meinung, es müsse sich bei ihnen um einen Geist oder einen Engel oder so etwas Übernatürliches gehandelt haben. Denn üblicherweise reagieren sie höchst empfindlich auf die Nähe eines Fremden. Der kleine Mann in seinem blauen Rock aber sei plötzlich einfach da gewesen, sie aus dem Boden herausgewachsen mit einem kleinen Fläschchen in der Hand, das er entstöpselte. Dies war das Erste, woran sich alle erinnern konnten, dass da einer stand und ein Fläschchen entstöpselte. Und dann habe er sich mit dem Inhalt dieses Fläschchen über und über besprengelt und sei mit einem Mal von Schönheit übergossen gewesen, wie von strahlendem Feuer. Über einen Moment wichen sie zurück aus Ehrfurcht und basem Erstaunen. Aber im selben Moment spürten sie schon, dass das Zurückweichen mehr wie ein Anlaufnehmen war, das ihre Ehrfurcht im Bergehren umschlug. Ihr Erstaunen in Begeisterung. Sie fühlten sich zu diesen Engelsmenschen hingezogen. Ein rabiater Sog ging von ihm aus, eine reißende Ebbe, gegen die kein Mensch sich stemmen konnte. Umso weniger, als sich kein Mensch gegen sie hätte stemmen wollen, denn es war der Wille. Selbst denn diese Ebbe unterspülte und ihre Richtung trieb, hin zu ihm. Sie hatten einen Kreis um ihn gebildet. 20, 30 Personen und zogen diesen Kreis nun enger und enger. Bald fasste der Kreis sie nicht mehr alle, sie begannen zu drücken und schieben und zu drängeln. Jeder wollte dem Zentrum am nächsten sein. Und dann brach mit einem Schlag die letzte Hemmung in ihnen. Der Kreis in sich zusammen. Sie stürzten sich auf, den Engel fielen über ihn her, rissen ihn zu Boden. Jeder wollte ihn berühren. Jeder wollte einen Teil von ihm haben, ein Federchen, ein Flügelchen, einen Funken seines wunderbaren Feuers. Sie rissen ihm die Kleider, die Haare, die Haut vom Leibe. Sie zerrupften ihn, sie schlugen ihre Krallen und Zähne in sein Fleisch. Wie Hyänen fielen sie über ihn her. Aber so ein Menschenkörper ist ja zäh und lässt sich nicht so einfach auseinanderreißen. Selbst Pferde haben da die größte Mühe.